Karfreitag 2020. Das ist ein denkwürdiger Tag. Ausnahmezustand in der Schweiz. Und ich glaube, Ausnahmezustand war auch in Jerusalem vor 2000 Jahren. Ein Haufen Leute, ein riesen Aufruhr. Man bringt Jesus zum Pilatus. Und der fragt: Bist du Gottes Sohn? Und Jesus sagt: Du sagst es. Das Einzige, was Jesus zu seiner Verteidigung sagt. Nach der Kreuzigung sagt der Hauptmann unter dem Kreuz, der da gestorben ist, das muss wahrlich Gottes Sohn gewesen sein. Es ist schon interessant, die einzigen zwei Leute, die merken, wer Jesus ist und die merken, was da wirklich abgegangen ist, es waren zwei Personen, die nicht aus dem christlichen Kuchen kommen, die nicht aus der Kirche kommen. Zwei Außenstehende. Wahrscheinlich hat man gesagt, zwei Ungläubige. Vielleicht schon religiös, aber nicht an gleichen Gott. Ich frage mich jetzt, auch in der heutigen Zeit von dieser Corona-Krise, was ist meine Aufgabe? Was wäre die Aufgabe der Kirche? Was wäre die Aufgabe von uns Christen? Was ist die Aufgabe von uns Christen in dieser speziellen Zeit? Und ich hoffe fest, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen. Dass wir merken, was dran ist. Auch wir, die von innerhalb kommen. Ja, Karfreitag. Es gibt keine Partys, keine Versammlungen, keinen Gottesdienst heute. Das Einzige, was mir bleibt, ist noch ein bisschen da unter dem Kreuz zu sitzen. Und im Wissen, dass Ostern kommt, wird das erträglich. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.